Nerdkultur sowohl auf Twitter geblockt als auch auf YouTube. Ich habe den Kontakt. Aber ich mag deine Mama wirklich. Das ist mir sehr ernst. Ja, aber das ist mir völlig. Oh, hi! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für eine Handvoll Donuts. Und es ist endlich soweit. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Es ist so schön, dass du es geschafft hast, von München hierher zu kommen. Nerdkultur ist da. Wir freuen uns da sehr darüber. Und natürlich gibt es ein ganz besonderes Thema heute: Star Wars. Star Wars Episode 9, The Rise of the Skywalker, startet am 18.12. in den deutschen Kinos und deswegen machen wir heute das Star Wars Quiz. Aber ich würde sagen, das Wort hast du dazu gedichtet. Ja, habe ich. Aber das klingt irgendwie das ist schöner. Das war die erste Frage. Für einen kurzen Moment habe ich an mir selber gezweifelt. Ist das doch Glaub, Singular oder Plural? Magst du den Titel? Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ich finde, das ist für eine Saga, die sich Skywalker-Saga nennt, so rotzfrech Skywalker-Saga nennt, obwohl im letzten Teil eine gewisse Person fehlt. Das ist eigentlich der richtige Titel. Ja. Ich bin, also immer wenn ich irgendwie Rises höre oder sowas, denke ich tatsächlich immer an Reis. Das ist kein Witz. Wir haben auch den Witz schon mehrmals mit Rises gerissen. The Dark Knight Basmati Rises. Ganz genau. Wir haben heute ganz besondere, also ich habe heute ganz besondere Fragen zum Star Wars Universum vorbereitet. Aber ich würde sagen, bevor wir zu diesen Fragen kommen, dürft ihr euch erst einmal vorstellen. Hallo, ich bin Marco. Ich bin zum ersten Mal bei den anonymen Star Wars Fans. Ich bin vom YouTube-Kanal Nerdkultur und ich liebe Star Wars 8. Ich bin Jonas und für Marco gibt es heute keine neue Hoffnung. Denn wenn ich zurückschlage, gibt es keine Rückkehr. Die Regeln sind ganz einfach. Es gibt vier Kategorien mit jeweils 100, 200, 300 und 500 Punkten. Wer richtig gelegen hat bei der letzten Frage, darf zu der nächsten übergehen und entscheiden, welche Kategorie und welche Frage wir spielen. Und am Ende, nach diesen 4x4 Fragen, gibt es eine Bonusrunde, die noch einmal 1000 Punkte gibt und das gesamte Ruder rumreißen kann. Es gibt der heute Schnatz, der goldene Schnatz. Der goldene Schnatz, genau. Es gibt heute zwei Arten von Fragen. Es gibt Buzzer-Fragen und es gibt Aufschreibfragen. Darum der Stift und die Zettel vor euch. Es gibt kein Nacheinander? Es gibt kein Nacheinander. Was? Tja. Hey, aber ich mag Nacheinander. Ich weiß, aber heute gibt's das nicht. Und der Gewinner bekommt am Ende das hier. Eine Handvoll Donuts. Oh, ja, toll. Ich hatte schon viel zu viele davon. Kommen wir zu den vier Kategorien. Die erste Kategorie heute heißt Das Imperium schätzt zurück. Oh, das ist lustig. Das von Cinema Strikes Back, wer hätte das gedacht? Ja, ne? Die zweite Kategorie, und das ist eine brandneue Kategorie, eine ganz neue Art von Frage, sie heißt Rückkehr der Jedi-Twitter. Oh, das ist aber Star Wars nicht schlecht. Hat das eine Bewandtnis, dass da Yoda so ganz leicht im Hintergrund zu sehen ist? Ich habe überlegt, ob ich die so grafisch ein bisschen pimpe und habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Aber erst hab ich versucht, das Lichtschwert da irgendwie cool. Ah, frag mich. Das war gestern Abend spät, ich hatte schwer. Die dritte Kategorie, kommen wir zu der. Die heißt Order 99. Ah, das vielleicht ist mit. Also wegen Nein. Oh, okay. Genau. Und die vierte Kategorie heißt Bims, Chubbits und andere Spezies. Hätte Episode 9, wäre das nicht das Beste gewesen? Mist! Wollt ihr loslegen? Das wäre tatsächlich besser gewesen. Also, weißt du, was Bims und Chubbits sind? Man fängt schon an. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich kann mich heute nur blamieren. Bims und Chubbits. Ich hätte so gerne über alles andere gespielt als über Star Wars. Aber gut, dass du es ansprichst. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Seitdem Disney Star Wars übernommen hat, ist ja dieses Expanded Universe mit den ganzen Büchern und den Comics, die zu Star Wars erschienen sind, sind ja in das Reich der Legenden verfrachtet worden. Das sind ja jetzt offiziell die Legends. Ja. Ich habe mir vor dem Quiz überlegt, ob ich die mit reinnehme und habe mich dafür entschieden. Das ist ja das Problem. Man kann sich ja darüber beschweren, dass Disney das gemacht hat, aber die Sachen, die man über Star Wars kennen kann und lesen kann, sind einfach noch viel mehr als vorher. Es ist eine gigantische Menge. Das ist peinlich. Ich erzähle immer diese. Ich habe mal so einen Star Wars Comic gelesen, da hatte eine R4-Einheit. Konnte die Macht einsetzen. Das war die ihm in eine neue Hoffnung kaputt geht und dann kommt R2, wird dann stattdessen gekauft. Und ich fand das so bescheuert. Bei Star Wars Legends ist alles möglich. Ich glaube, im Kanon haben sie auch irgendwas mit dieser R4-Einheit noch gemacht. Mhm. Also sie kommt irgendwo noch mal vor. Sie lassen es nicht in Ruhe. Aber es ist nicht mit der Macht. So albern ist es nicht. Da kommen wir aber auch zu den Bims und Chubbits. Das sind nämlich zwei Spezies, die nur in den Legends vorkommen, in jeweils einem Buch. Und ich glaube, die Bims waren, das ist so eine Spezies, die ganz friedlich ist, aber gerne einkauft. Die shoppen gerne. Das zeichnet diese ganze Spezies aus. Es ist herrlich. Scheiße. Es ist herrlich. Seid ihr soweit? Möchten wir loslegen? Wir starten aber mit einer
mit einer Frage, die keine Punkte gibt, die aber entscheidet, wer die erste Kategorie wählen darf. Und nein, wir sind nicht so langweilig und spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Nein, wir sind hier beim Star Wars Quiz. Möge die Macht mit dir sein. Bitte buzzert, wenn ihr wisst, welcher Buchstabe in diesem Satz am häufigsten vorkommt. Möge die Macht mit dir sein. Ich bin sehr gespannt, wer das weiß. Es gibt keine Minuspunkte, also könnt ihr... I, sagst du? Ja. Hast du gezählt, wie oft das vorkommt? Nee, ich hab's geschätzt, ehrlich gesagt. Das ist so, als ob ich durch Mathe gekommen beim Abi. Vier. Es ist aber korrekt, es kommt viermal vor. Damit darf Marco die erste Kategorie auswählen. Ey, du kannst doch nicht so Fragen stellen, wo einem so das Gehirn so einfriert. Ja, ich hab mich drauf gefreut. Man muss aber dazu sagen, also ich habe ja auch gegen Schröckert schon verloren, so wie du. Bei mir war es das Nerdquiz bei den Rocket Beans. Und da habe ich gelernt, denk nicht so sehr über die Antwort nach. Buzzer erst und sagt dann die Antwort. Das war immer die Sekunde, die er schneller war. Das ist auch meine Strategie und dafür werde ich hier immer kritisiert. Oh, buzzern, ohne die Antwort zu wissen. Ja, ich finde das auch spannend. Ja, das hat aber irgendwann aufgehört, die Frage, sobald gebuzzert wird, noch weiter zu sagen. Da steht einfach manchmal dann so, weiß ich nicht. Ja. Also wir haben schon ein Timelimit. Ne? Man darf nicht buzzern und dann 10 Minuten überlegen. Aber Marco, du darfst tatsächlich die erste Frage und die erste Kategorie auswählen. Ich nehme Order 99. Marco nimmt Order 99. Wie viele Punkte? 100, 200, 300 oder 500? 100. Fangen wir klein an. Order 99 für 100 Punkte. Worum geht's denn dann? Also es geht um Star Wars Filme? Welcher Star Wars Film? Nein. Pass auf. Scheiße! Es geht allgemein um Star Wars Filme. Mit Tarantino war das so leicht. Also 9 ich weiß. Filme. Ich weiß. Ich weiß. In dieser Kategorie lese ich jeweils 9 Eigenschaften vor und ich suche immer etwas Unterschiedliches. Für die 100-Punkte-Frage suche ich eine Figur. Okay. Die in Star Wars, in den Filmen, in den Büchern, in den Comics, wer weiß wo, aber vielleicht auch in Legends. Vorkommt. Vielleicht auch in den Legends. 9 Eigenschaften, sobald ihr wisst, welche Figur es ist, dürft ihr buzzern und diese Figur sagen. Wenn es falsch ist, kriegt ihr 100 Minuspunkte, seid aber nicht gesperrt. Seid ihr soweit? Ja. Die Figur, die wir suchen, heiratete eine andere Figur namens Sintas Vel. Die Figur, die wir suchen, ist 31,5 vor der Schlacht von Yavin geboren. 31,5. Das ist tatsächlich vor der Schlacht von Yavin. Genau. Ich habe eine Vermutung. Du hast eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, eine starke sogar, aber ich warte noch. Das Traurige ist, so viele meiner Zuschauer wissen die Antwort und rasten gerade komplett aus. Das ist, was? Du weißt das nicht! Wir haben auch so viel Bock auf dieses Quiz gemacht, als wir das zum ersten Mal gemacht haben und dann erst haben wir festgestellt, oh, wenn man dann mal was nicht weiß, dann steht man ja wieder letzte Idiot da. Willkommen in unserem Leben! Kommen wir zum dritten Fakt. Ausgewachsen ist die Figur 1,83 Meter groß. Das ist groß. 30. Kleiner als Jonas. Ich bin 82. Das ist für meine Vermutung zu groß. Tja. Ich sag später, was meine Vermutung war. Vielleicht hilft dir ja das Gewicht weiter. Die Figur wiegt 78 Kilogramm. Sollte sie ja auch in dem Alter. Die Figur ist humanoid. Willkommen bei meinem Zielgewicht. Tja. 78? Ja, war ich sogar mal. Aber vor langer Zeit. Das ist auch so. Alter Legends. Das ist aber tatsächlich. Das ist leider wahr. Dann hat dich Funk gekauft und jetzt? Es wär ja weniger traurig, wenn das nicht wahr wäre. Das Traurige ist ja, dass es wahr war. Aber kommen wir zum nächsten Fakt. Vielleicht hilft er euch weiter. Diese Figur sollte in Star Wars 1313 eine wichtige Rolle spielen. Okay, meine Vermutung ist schon doch Boba Fett. Boba Fett? Ist das nicht ein bisschen zu leicht? Der ist eigentlich 1,78 rum. Aber dachte ich, aber vielleicht ist auch Legends. Das habe ich ja noch so gemerkt, weil er immer so klein ist, wenn er neben allen anderen aussieht. Aber gut, er steht, aber Darth Vader ist ja auch riesig. Aber das wäre schon spannend, wenn da verschiedene Quellen verschiedene Größen angeben und Leute dann sagen, eigentlich ist 1,82 groß. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht richtig. Mark Hamill ist 1,76 groß. Angeblich, laut, wenn man das googelt. Aber ich stand ihm gegenüber, er ist ein Kopf kleiner als ich. Ich bin 1,76 laut meinem Ausweis. Tja. Er ist aber auch alt. Ich meine, er steht nicht mehr so super aufrecht. Ja. Also der war vielleicht mal 1,76 groß. Stelle niemals die Macht in Frage. Boba Fett ist korrekt. 100 Scheiße. Punkte. Der wiegt nur so wenig? Ja, tatsächlich. Ah, ja, er ist nicht dick und 1,83. Also ja, aber so mit Rüstung, also, oder? Der alte Boba Fett-Darsteller war sehr schmal. Also wirklich sehr schmal, damit deine Rüstung besser aussieht. Deswegen sieht Timur Morrison auch ein bisschen mehr aus wie Alba. Ja. Ich lese aber der Vollständigkeit halber noch die letzten Eigenschaften vor. Die Figur, also Boba Fett, lebte kurz in einem Waisenhaus auf Bespin. Er wuchs in Tipoca-Stadt auf. Das ist Legends oder ist das Legends? Das ist Legends. Das ist tatsächlich Legends, aber kurz darauf geht es dann wieder in den Kanon über. Er bekam von seinem Vater ein kleines schwarzes Buch,
und das Schiff Sklave 1. Das kommt übrigens auch dazu, ne? Also es ist ja nicht mal so, dass ich mich mit dem Kanon super auskennen würde. Boba Fett ist ja auch ein großes Thema in Clone Wars und ich habe nicht alle Clone Wars Folgen gesehen. Nee. Ich finde, das ist so scheiße. Das ist animiert, ich kann mir das nicht anschauen. Aber ich sag immer wieder, es ist besser als die Prequels. Das ist wirklich besser. Okay. Die guten ich kann da leider auch nicht groß mitreden, weil die Clone Wars sind auch bei mir immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Ich komme da auch nicht rein. Da gibt es noch Star Wars Rebels. Es gibt auch noch The Clone Wars, ne? Also das ist ja noch mal was anderes. Und das Coole, das ging Richtung Anime, ne? War das nicht das? Ja, ich glaube ziemlich sicher, ja. Welches meinst du jetzt? The Clone Wars und Clone Wars sind nämlich unterschiedliche. Ach so, ja, klar. Das kann ich auch nicht auseinanderhalten. Das eine war aber zuerst da. Genau. Und ich habe das Anime auch zuerst gesehen. Ich fand das auch besser. Ich glaube, das ist nämlich The Clone Wars. Aber Jonas, mach das mal im Schnitt. Stell das mal bitte richtig. Aber den besten Kampf Obi-Wan und Darth Maul gibt es meiner Meinung nach auch in Star Wars Rebels. Also selbst das ist besser als in den Prequels. Und das ist ein cooler Kampf gewesen. Da treffen die sich nochmal, ne? Ja. Aber mehr verrate ich nicht. Aber es ist eine fantastische Folge. Twin Suns. Na gut. Marco, du hast gepunktet. 100-0 steht es für Nerdkultur. Jonas, du trägst hier die Bürde, Cinema Strikes Back zu vertreten gegen Nerdkultur in einem Star Wars Quiz. Das war vielleicht auch nicht die beste Idee. Muss dazu sagen, das ist ein Rematch, ne? Ja. Als ich auf der CCXP war, haben wir ja gemacht, ich gegen euch drei. Und ich habe verloren. Ja. Und also knapp verloren. Bei einer Schätzfrage 10 Minuten Schätzung verloren oder so. Das kann sein, irgendwie sowas. Und ich habe euch versprochen, dass ich einen Social Media Post mache, dem ich zugebe, dass ihr mehr Ahnung von Filmen habt als ich. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich schwöre bei Gott, wenn diese Sendung vorbei ist, machen wir das. Okay. Dann machen wir diesen Social Post mit euch im gleichen Raum. Ja, ich muss auch nur sagen, ich bin ein zweifacher für eine Handvoll Donuts-Gewinner. Deshalb, ich kann mich noch ein bisschen auf meinem Ruhm ausruhen. Das ist aber auch schon mal die Sackmesse. Ich ruhe mich seit Jahren auf meinem Ruhm aus. Noch niemand zwei Folgen gewonnen. Marco, möchtest du, du darfst die nächste Kategorie auswählen. Es hat mir so Spaß gemacht. Ich mache nochmal Order 99, 200. Order 99 für 200 Punkte. Diesmal ist keine Figur gesucht, sondern ein Film. Ein Film. Okay. Gedreht wurde dieser Film vor allem in Australien. Aber auch in Spanien, Italien, Tunesien und England. Aber deutlich weniger. Es gibt einen Opening Crawl im Film und er dauert 1 Minute 20. Zum Glück hast du es gesagt. Na gut, schade. Hätte ich warten sollen. Aber in diesem Film gibt es 11 verschiedene weibliche Figuren mit Namen. Also die namentlich vorkommen. Reden wir von der Hauptreihe oder kann das auch... Also Spin-off-mäßig. Alles Star Wars. Also kommen wir jetzt beim Holiday-Special irgendwo an? Ist das möglich? Gibt's nicht mal insgesamt elf Figuren. Möglich ist. Könnte es auch sein. Okay, dazu halte ich mich mal bedeckt. Es gibt aber nicht nur 11 weibliche Figuren, sondern auch 18 unterschiedliche Droiden. Ich habe eine Vermutung, aber ich auch. Noch nicht so weit. Ich weiß aber, dass die nächste Information euch deutlich weiterhelfen wird. Und ich glaube, einer könnte es jetzt wissen. Marco, die Regel ist, dass die Hand neben dem Buzzer liegt. Ist das so? Ja, tatsächlich ja. Haben wir dir aber auch vergessen zu sagen, alles gut. Der fünfte Fakt wird euch auf jeden Fall weiterhelfen. Es ist der erste Kinofilm, der komplett ohne Filmmaterial gedreht wurde. Episode 2. Sicher? Episode 2 war der erste Star Wars, oder überhaupt der erste Kinofilm, der nur digital gedreht wurde. Und damit hat er recht. Es ist tatsächlich der erste Kinofilm überhaupt, der komplett ohne echtes Filmmaterial hat mich komplett rausgebracht. Gedreht wurde. Ich habe die ganze Zeit an die dunkle Bedrohung gedacht, weil da so viel Wüste ist. Ich dachte, du kannst sagen, das ist jetzt Rogue One? Aber das war hier Jordanien, nicht Tunesien. Ich war komplett durcheinander. Das war Neuseeland. Es war in einem Studio in Australien, das muss man dazu sagen. Also wenig draußen, also hauptsächlich in einem Studio in Australien wurde dieser Film gedreht. Dieser Cheap Bastard. George Lucas. Er hat ja auch sein eigenes Geld reingebracht. Fun Fact, alle Star Wars-Filme sind Indie-Filme. Ja, ich weiß. Unter ihm. Tatsächlich, ja. Also fast alle, oder erst eigentlich nicht. Also in Studioproduktion. Genau. Also sein eigenes Geld. Und wenn er dann Geld sparen will und es aus Australien dreht, dann sei es ihm gegönnt. Ja. Aber das macht Disney nicht. Die scheuen da keine Kosten und Mühen. Ja, und sie kosten auch keine Scheuen. ich zähle der Vollständigkeit halber noch die anderen Eigenschaften auf. Im Film gibt es 3 Lichtschwertkämpfe. Er ist 142 Minuten lang. An den weltweiten Kinokassen nahm er etwas mehr als 600 Millionen ein. Und man sieht den Planeten Kamino. Das hätte euch definitiv geholfen. Damit sind Order 99 für 100 und 200 weg. Und es steht 300-0
für Marco. Ich finde, ein Spielergebnis ist schwierig bei Star Wars, wegen man kennt es ja oft eher inflationsbereinigt, als ja, es wirklich genau. war. Ja. Und 600 klingt zu wenig nach heutigem Maßstab, aber das ist fast 20 Jahre her. Vielleicht spielt ja genau das heute noch eine Rolle. Ich finde, wir werden sehen. Bei der Schätzfrage. Ich finde, bei einem Film hätte auch die Jahreszahl hätte auch als letztes sein können, weil das auch so, da weiß man es direkt. Das stimmt. Eigentlich. Ja. Gut, Marco. 100 und 200 sind weg bei Order 99. Du darfst die nächste Frage stellen. Was war dieses Bums-Ding nochmal? Du meinst Bims, Chubbits und andere Spezies. Genau, die Spezies, die ich kenne, ja. auswendig. Worum geht's da? Wir suchen da Spezies von, aus dem Star Wars-Universum. Oh Gott, das ist so hart. Komm, ich will die 100 davon. Okay, ich will das sehen. Übrigens, wir haben ja. Jonas und ich haben immer ein Gentleman's Agreement, dass man die 500-Punkte-Fragen ganz für den Schluss aufbewahrt. Mhm. Okay. Es ist komplett dir überlassen, du bist der Gast, es ist dir überlassen, ob du dieses Gentleman's Agreement auch ehrst oder ob du... Es hat ja keiner mit mir getroffen, aber ich mach's, okay. Also es ist gerade deine Entscheidung, ob du heute hier ehrenvoll gewinnen kannst oder nicht ehrenvoll. Aber der dunkle Pfad führt oft zum Sieg. Tja, also ich lese jetzt ein paar Sätze vor, die euch einen Hinweis darauf geben könnten. Ihr buzzert bitte, wenn ihr es wisst, welche Spezies hier gesucht ist. Buzzert bitte, sobald ihr es wisst, aber wenn ihr falsch liegt, gibt es 100 Minuspunkte. Diese Spezies wird von vielen anderen Spezies als unangenehm riechend empfunden. Das könnte jede sein. Ressels. Diese Spezies bewegt sich in Fahrzeugen, die durch gigantische Kernfusionsmotoren jahrhundertelang über ihren Heimatplaneten ziehen können. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Grammatik gerade verhunzt habe, aber ich hoffe nicht. Kernfusionsmotoren, Fahrzeuge, die sie jahrhundertelang über ihren Heimatplaneten ziehen. Das hört sich nach Legends-Scheiße an. Diese Spezies gilt als intelligent. Sie haben zumindest ihre eigene Sprache. Sonst hätten die ja keine Kernfusion. Und sie werden etwa 80 Jahre alt. Ha. Ha. Nee. Nein. Okay, dann mache ich weiter. Ich habe noch mehr Sätze. Ihr Gewicht beträgt aber gerade einmal 30 Kilogramm und sie werden nicht größer als 1 Meter. Ja, aber ich weiß den Namen nicht der Spezies. Das ist schlecht. Die kriegst du auch keine Punkte. Ich kann mir doch den Namen. Ich weiß, wer es ist, aber ich kann mir den Namen der Spezies nicht merken. Ja, ich glaube. Ich habe auch noch ein paar Namen. Vielleicht hilft euch das weiter. Von Individuen dieser Spezies. Ja, leg los! Fuck. Kikit zum Beispiel. Was? Kikit ist ein Kikit. Kikit. Ein Individuum dieser Spezies. K-E-K-I-T. Oder auch Blizz mit 2 Z. Sorry, falls ich das alles falsch ausspreche. Nee, ich glaube, ich habe mich komplett getäuscht und sage, was ich gedacht habe. Kick, Empidira oder Dera, Knirps und Isis. Kein Witz. Isis, wie geschrieben? I-Z-I-Z. Oder Isis. Sorry, ich weiß nicht hundertprozentig, wie man das ausspricht. Ich gebe euch weitere Tipps, wenn ihr es immer noch nicht habt. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Ist nicht schlimm. Nee, ich sag's mal im Publikum, nicht hier. Also. Diese Spezies ist nagetierähnlich. Die Individuen tragen Kapuzen und leben auf Tatooine. Ja, Marco? Javas? Jonas, was würdest du sagen? Ja, mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Ich hab die ganze Zeit an Hutten gedacht. An Hutten? Ja. Die werden 30 Kilogramm schwer. Aber okay. Java ist natürlich richtig. 100 Punkte gehen an Marco und damit steht es bereits 400-0 für Nerdkultur. Ja, ich will ja so ein bisschen, weißt du, so die Brotkrumen zuwerfen. Das war noch. Wenn du so reingeschrieben hättest, der Flashplayer ist nach ihm benannt. Ja, aber die haben mit W geschrieben. Genau, die haben mit W geschrieben. Mario. Mario! Marco, welche Kategorie spielen wir als nächstes? Das Imperium schätzt zurück. Für? Für 100. Für 100 Punkte. Das Imperium schätzt zurück. Es ist eine Aufschreibfrage. Ihr habt einen Zettel vor euch. Du kannst wirklich groß draufschreiben, damit man das schön im Bild auch lesen kann. Mhm. Pro Frage gibt es quasi einen Zettel. Und was ist das hier? Das ist, Jonas, ich hab dir doch erzählt, ich habe eine Karteikarte nicht mehr gefunden, deswegen musst du die aufteilen. Okay. Das ist alles sehr professionell hier, wie man sieht. Gut, wir kennen seine Spezies nicht genau und dennoch lieben wir Meister Yoda. Vielleicht wisst ihr es ja auch ganz genau jetzt. Das ist eine 100er Frage. Es brach uns das Herz, als er vor Lukes Augen das Zeitliche segnete. Wie alt war er da? Oh, fuck, ey, komm. In galaktischen Jahren, die quasi unsere Jahre sind. Wie alt schätzt ihr Meister Yoda bei seinem Tod? Die Zahl nicht stimmt, aber ich glaube, sie kommt ungefähr hin. Mhm. Ihr habt beide etwas ich war dran, das Ja, ich hab's gesehen. Bitte haltet den Zettel so vor euch verdeckt. Okay. Verdeckt, so wie Jonas, genau. Und auf drei dreht ihr bitte beide um. 1, 2, 3.
Fangen wir bei Marco an. Ja, also ich habe mir gemerkt, ich habe mir gemerkt 800 und meine ist ein bisschen weniger, irgendwas mit 700. Deswegen diese Zahl. Deswegen also 700. Ich hatte auch irgendwas mit 800. 800 ist, glaube ich, die Aussage so für meine 800 Jahre. Blablabla. Ja, deswegen hat er 789 geschrieben, der liebe Marco. Und Jonas hat eine 800. Ich sag nur so viel. Ihr seid beide nah dran. Tatsächlich seid ihr nah dran, aber Marco, du hast es dir leider falsch gemerkt. 900 sind es. Fuck! Oh, 900! Ach, 900! Gehen die nee, ersten... Nicht genau 900? Wie ist es genau? Man sagt ungefähr 900. Ungefähr? Also man sagt ungefähr 900, weiß ich nicht. Also, ob es jetzt auf den Tag genau ist, weiß ich nicht. Aber also in allen Quellen, die ich gefunden habe, stand immer so 900. Das ist eine Spezies, die wird genau 900 Jahre alt. Genau. Genau 900. Damit steht es 400 zu 100. Jonas hat seine ersten Punkte gesammelt. Und Jonas darf Warum sagst du das so? Oh, Jonas, so, Jonas hat seine ersten Punkte gesammelt. Er geht in die Schule und lernt das, blablabla. Ich erinnere mich gegenseitig, ihr blamiert euch gerade. Ja, das ist willkommen auf unserem Kanal. Der Padawan hat sich auch ein Sandwich abgeholt. Ja, wie man das Na gut, mein sagt. Junger Padawan. Scheiße. Welche Kategorie und welche Frage spielen wir als nächstes? Ich bin da sehr gespannt auf diese Twitter-Kategorie. Mhm. Ich hätte die gern für 100. Rückkehr der Jedi Twitter für 100. Das ist nämlich eine brandneue Kategorie, in der den Zuschauern tatsächlich auch ein Tweet eingeblendet wird, der von einer Figur aus Star Wars verfasst wurde. Es ist ein ganz kurzer Satz. Sehen die Zuschauer den Text oder sehen die Tweet? Die sehen erst nur den Text. Ah, okay. Genau, die sehen erst den Text. Diese Tweets habe ich gemacht. Sie sehen noch nicht, wer das war. Ach so, das ist quasi Zitate raten. Genau. Ja. Ganz genau. Ihr sagt mir, also ich lese einen Tweet vor, den diese Figur verfasst haben könnte, und ihr sagt mir, welche Figur das war. Boah, da kann man aber auch. Also redest, also du hast quasi in Persona genau. der Figur einen Tweet verfasst. Genau. Fuck! Ich dachte, das ist sowas wie, ja, guck mal hier, das hat Mark Hamill gesagt. Ja. Nee. Verfolgst du das Spiel auf Twitter? Nee. Fuck. Das wäre auch eine gute Idee gewesen, aber das ist tatsächlich ein fiktiver Tweet, den gibt es so nicht. Aber er gibt einen Hinweis darauf, welche Figur das geschrieben haben könnte. Also quasi, du schreibst sowas wie. Anakin sagt, oh, heute mache ich mir ein bisschen Jedi-Geschnetzel. Zum Beispiel. Okay. Ja. Aber eigentlich müssen wir ja nur raten, was. Die Figur. Wir müssen eigentlich überlegen, was du für witzig und cool hältst und als Tweet verfassen willst. Also, ich glaube, es ist jetzt das erste Mal, dass wir das machen. Ich glaube, es geht noch viel witziger und kreativer. Ich hab's probiert. Ja. Okay, seid ihr soweit? Boah, ich hab ein bisschen Schiss vor der Kategorie, weil es ja nicht so eindeutig ist. Du kennst ihn besser. Das ist am Ende eine Alpha-Kategorie. Kenne deinen Freund. Seid ihr soweit? Der erste Tweet. Ja. Mein Meister ist der Realste. Er kann Leben erschaffen. Hashtag Humblebrag. Jonas. Darth Sidious bzw. Imperator Palpatine. Ja, aber das ist ja falsch. Aber ist ja, sein ach so, Meister. Ist ein Meister. Ach so, ist ein Meister. Ah, nee, er wird doch gelernt. Aber er hat es doch gelernt. Ach, scheiße. Genau. Ja, du hast aber recht, du hast recht. Natürlich hat Jonas recht. 100 Punkte gehen an Jonas. Aber damit habt ihr spätestens jetzt die Kategorie verstanden. Und 400... Das ist erst mal in die Ecke, denke so, mein Meister. Ja. Ja, ich habe sofort an Darth Sidious gedacht, aber... Dass er derjenige ist, der gemeint ist. Ja. Und dachte, hätte Anakin das geschrieben? Das war mein Nee. Aber Jonas... hat zum zweiten Mal richtig gelegen, aber was? Das waren beide nur 100er Fragen, deswegen steht es 400 zu 200 für Marco weiterhin. Das ist nur eine Frage voneinander entfernt. Das stimmt. Bist du heute wieder so parteiisch? Ein bisschen. Nein, bin ich nicht. Heute nicht. Heute möchte ich auch dass du dich mal ein bisschen auszeichnest. Heute ist er patriotisch. Ja. Aber Jonas, du darfst die nächste Kategorie auswählen und die nächsten Fragen. Dann nehme ich als nächste Kategorie das Imperium schätzt zurück für 200. Das Imperium schätzt zurück für 200. Es ist wieder eine Aufschreibfrage. Es ist eine Frage, von der ich überzeugt bin, entweder man weiß es oder man weiß es nicht. Das ist so spezifisch. Der berühmte gelbe Fließtext, dieser Opening Crawl, der ist tief in unser kulturelles Bewusstsein gebrannt. Erfunden hat es aber jemand ganz anderes. Das Kinoserial Flash Gordon nämlich, und zwar 4 Jahrzehnte zuvor. Mhm. Für eine neue Hoffnung wurde der sogenannte Opening Text Crawl tatsächlich gefilmt. Er kommt ja nicht aus dem Computer. Gelbe Buchstaben wurden auf einen schwarzen Hintergrund gelegt und die Kamera filmte den Text. Wie lange dauerte aber der reine Dreh des Ganzen? Was heißt Dreh? Also die Kamera Drehzeit an, oder Kamera aus. Die Drehzeit dieses Opening Crawls. Wie lange wurde also dieser Text? Also von einem Crawl, von einem amerikanischen, weil die haben den mehrmals gedreht. Genau wie du gesagt hast, die haben es auf eine Glasscheibe gemacht. Für jede Sprache müssen sie das nochmal neu drehen. Genau. Und dieser Crawl, wie lange hat es gedauert, den zu filmen? Also Kamera an, Kamera aus. Du willst Minuten.
haben. Du kannst es mir auch in Stunden oder Sekunden geben. Das kriege ich schon irgendwie hin, umzurechnen. Also wenn ich sage, einen Drehtag, dann ist das gecheatet. Nein, ich will schon eine Zahl. Das ist eine interessante Frage. Mhm. Da gibt es auch eine ganz klare Antwort drauf. Ich weiß die Antwort nicht, aber ich versuche mich jetzt mal daran hineinzuversetzen, wie das war. Das waren ja alles diese bekifften Studenten, die Effekte gemacht haben für George Lucas. Die er vom College da abgeworben hat Teilweise, und hat ihm Geld gegeben und dann sage ich, hier löst meine Probleme. Genau. Ja. Und haben die viel Zeit, haben die wenig Zeit, sie hatten wenig Zeit und die saßen in der Lagerhalle und mussten sich überlegen, wie können wir das technisch lösen mit diesem Crawl, sodass es cooler aussieht als ein Flash Gordon. Ach, ein Flash Gordon sieht es auch schon sehr cool aus. Ja, aber cooler. Cooler, Schwarz-Weiß und Fernsehqualität sieht anders aus als auf der großen Leinwand. Das ist klar. Oh, guck mal, inzwischen sind da auch im Hintergrund, es ist nicht mehr... Oh, nee, shit, doch nicht. Sorry. Was denn? Da sind kleine Sternzerstörer. Ja, das ist korrekt, Aber also, darum geht's gerade. Kamera an, Kamera aus. Genau, also der wirklich der reine Dreh dieses Opening-Crawls. Ich habe jetzt mal eine verrückte Vermutung, mal gucken, ob das stimmt. Mhm. Also auch mit den Fehltakes quasi. Ja. Du kannst aber nicht irgendwie... Hey, warte, mit den... Was? Achso, nein, nee, nicht mit den Fehltakes. Nein, sorry. Ein Shot. Ich hab einfach ja gesagt, genau, ein Shot. Genau. Also dann quasi... Nimm den Shot, der tatsächlich genommen wurde für den Film. Wie lange hat dieser Shot tatsächlich im Dreh gedauert? Jonas, ohne Vorbereitung und Nachbereitung. Es geht wirklich um den Dreh. Ja, ich überlege gerade. Bin ganz gespannt. Ich habe eine ganz crazy Vermutung, also ich wirklich gar nicht weiß, aber ich erkläre auch dann, wie ich dann dazu komme. Okay. Ja. Ich kann es nur nicht sagen, solange er noch überlegt. Bitte dreht euren Zettel um in 1, zwei oder auch. Jetzt ist eh zu schnell, dreht ihn um. Jonas hat 66 Minuten und Marco hat 2 Stunden. Wieso diese 2 Stunden? Weil das super smooth ist. Und super smooth mit einer 24 Bilder pro Sekunde Kamera, die noch bewegt wird, ist super schwierig. Also fährst du das ganz langsam ab und beschleunigst es in der Pause quasi. Das ist meine Vermutung. Was war deine Vermutung? Was hast du dir dabei gedacht? Ich mag Schnapszahlen. Aber Marco, du kannst nicht irgendwie auf meinen... Ich mag Schnaps. Marco, du kannst nicht irgendwie auf meinen Monitor gucken oder sowas? Nee. Gut. Wieso? Es sind 3 Stunden. Ah. Ja, aber gut, dann habe ich offensichtlich nicht richtig geguckt. Ganz genau, aber das ist tatsächlich genau die Begründung. Es war nicht möglich, das in der schnellen Fahrt auch smooth hinzubekommen. Deswegen haben wir das wirklich ganz langsam innerhalb von 3 Stunden geschwenkt. Krass. Damit ich habe nie vorher Gedanken darüber gemacht. Ich kenne die Shots, wo sie so drüber fahren, aber ganz genau. Das ist nicht richtig gedreht, sondern so, wir stellen jetzt die Kamera ein. Ja. Ich hätte doch 222 Minuten nehmen sollen. Ja, wäre die bessere Schnapszahl gewesen. Da hätte ich gerechnet, so scheiße, stimmt das? Ja, okay. Damit steht 600 zu 200 für Marco. Dann nehmen wir doch, das mit dem Twitter nehme ich nie wieder. ich nehme die Order 99. Order 99 für 300? Ja, was soll da schon passieren? Na gut. Wieder lese ich 9 Eigenschaften vor, 9 Informationen und diesmal ist ein Schauspieler gesucht. Aha. Also der Name des Schauspielers, nicht der Figur. Nicht der Figur, der Name des Schauspielers. Wir beginnen. Sein Debütfilm war Unhook the Stars von Nick Cassavetes. Also wenn ihr das jetzt da schon wisst, wäre ich wirklich sehr begeistert. Unhook the Stars war sein Debütfilm. Geboren ist er in Fort Collins, Colorado. Er kommt aus einer Entertainment-Familie. Seine Mutter arbeitete als Agentin für Schauspieler. Eine Theorie. Ich habe eine Vermutung, ja. Er spielte aber es ist schon ein R, ne? Es ist jetzt nicht geschlechtsneutral. Nee, weil das habe ich nie gesagt. Also es ist R. Ja, das sagst du die ganze Zeit R. Ja, vielleicht habe ich das halt nicht bedacht, als ich die Fragen aufgeschrieben habe. Ja, es ist ein R. Den großen Tipp gebe ich schon mal. Carrie Fishers Mutter und Vater war ja auch so. Egal. Das stimmt. Er oder auch sie spielte in Emergency Room mit. Ist das vielleicht schon eine Hilfe? Nee, ich weiß nicht. Er oder sie spielte ebenfalls in Apollo 11 mit. Jetzt kommt ein. Ich überlege schon, welcher Apollo 11. Jetzt kommt ein Fun Fact. Der First Man, ja, genau. Jetzt kommt ein Fun Fact, den ich überhaupt nicht wusste, aber sehr spannend finde. Er drehte einen Dokumentarfilm über tibetische Flüchtlinge in Indien. Das scheint auch keine Hilfe zu sein, aber wir kommen zu den letzten. Das ist keine große Hilfe. Auch ein Funfact, den du selber nicht weißt, als Tipp zu nehmen. Also, wir sind Star Wars Schauspieler. Ja, ja. Also, ist es Werner Herzog? Der hat schon über alles Dokus gemacht. Ja, sogar darüber, dass er seinen eigenen Schuh isst.
Es gibt noch drei Informationen, die euch auf jeden Fall weiterhelfen werden. Zum Beispiel Nummer 7. Mittlerweile hat er die Schauspielerei aufgegeben. Jonas. Hayden Christensen? Hayden Christensen? Der hat, bist du sicher, dass er die Schauspielerei aufgegeben hat? Nicht 100%. Nee, ich glaube, das stimmt nicht. Also der hat vor ein paar Jahren noch diesen Räuberfilm da gemacht. Eben, das ist falsch. Es gibt. Nee, der ist nur so scheiße. Der ist wirklich nur. Keiner will ihn sehen. Tut mir leid an alle Prequel-Fans da draußen. Komischerweise will ihn keiner mehr irgendwie vor der Kamera sehen. Hayden Christensen ist auch tatsächlich leider falsch. Na gut, aber Jonas, du bist ja nicht raus. Du hast jetzt 100 Minuspunkte bekommen. Ja, kannst noch so oft falsch. Trotzdem darfst du weitermachen. Gibt's noch Tipps? Ja, zwei gibt's noch. Er leidet unter Schizophrenie. Fuck, wie heißt der? Nein. Du weißt schon, wer. Ja. Du weißt den Namen nicht. Du weißt es noch nicht. Ich glaube. Ich warte. Mach weiter, los. Ich muss noch hin, was ihr weißt schon. Naja, wir machen, also nach hinten raus ist es immer die Tradition, dass man ein bisschen länger Pause macht. Schizophrenie? Echt? Ja. Er leidet. Aber jetzt nicht. War auch deswegen in Behandlung und hat es auch schon selber offen gesagt. Also es ist schon. Es ist nicht. Es wird ihm nicht hinterher. Also richtige Schizophrenie, nicht dieses falsche multiple Persönlichkeit. Nein, nein. Es wird ja oft verwechselt. Nein, es geht wirklich um Schizophrenie. Hm. Ich wollte jetzt auch nicht, dass es so ernst wird im Raum. Das ist ja auch nicht mein Ziel. Na gut, dann, Jonas, tut mir leid. Wenn du jetzt nicht drauf kommst, gebe ich den letzten Tipp. Dann müsstet ihr es eigentlich auf jeden Fall wissen. Nämlich, wen er in Star Wars spielte. Den jungen Anakin Skywalker. Ja, ich weiß den fucking Namen nicht mehr. Ich weiß den Vornamen. Gibt's der Vorname auch Punkte? Nee, ich will schon den ganzen Namen. Der Vorname allein reicht nicht. Ich weiß doch den fucking Namen nicht mehr. Ich gebe einen Tipp. Mach doch. Jetzt ist was reimt sich der Name? Wenn du mir den Vor- oder den Nachnamen sagst, ich weiß die anderen Part des Namens nicht mehr. Okay. Nee, aber ich, na gut, ich gebe den Tipp, ich gebe den Namen der Figur, die er in Neuerung. Jake Lloyd? Jonas ist schon dabei, sich zu ärgern. Kacke. Die Figur, die er in Emergency Room gespielt hat, hieß nämlich genauso wie er, Jake Warren, beziehungsweise, das ist der Vorname, er heißt Jake Lloyd. Oh. Das ist ganz korrekt. 300 Punkte gehen an Marco. Getroffen wie ein Schlaganfall. Es steht 900 zu 100 für Marco. Es gibt ja dieses verrückte Gerücht, dass der nur gecastet worden ist, weil er aussieht wie Leonardo DiCaprio. Genau, und dass Leonardo DiCaprio... Wo sieht der aus? Der sieht wirklich so aus. Der sieht aus wie Leonardo DiCaprio als Junge. Nein, hast du mal gesehen? Das ist ein erwachsener Mann. Der sieht nicht aus wie ein kleines Kind. Also DiCaprio zu der Zeit sah genauso aus. Also der Titanic DiCaprio oder Jake Lloyd, das macht keinen Unterschied. Das ist wunderbar. Aber das ist tatsächlich so, der war ein heißen Gesprächen in Episode 2 Anakin Skywalker zu spielen. Stimmt, das und man sah sich so sicher, dass das klappt. Und, die Vermutung ist auch, dass Hayden Christensen genommen wurde, weil er einigermaßen auch so aussieht, dass tatsächlich die Optik da eine große Rolle gespielt hat. Tja, was soll man da noch sagen? Außer, dass Jonas mit 100 Minuspunkten auf 100 Punkte zurückgefallen ist und Marco mit 900 Punkten führt. Ich sehe das also mit Grinsen, 800. Das ist schon sehr parteiisch. Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich einfach hier zu stehen. Mir macht es immer Spaß. Ist es nicht interessant, dass wir uns im Nachhinein bei den Prequels darüber lustig machen, wie schlecht die Schauspieler sind und bei den neuen Filmen uns höchstens darüber aufregen, wie schlecht die Figur geschrieben ist? Aber die Schauspieler haben ja alles richtig gemacht. Da ist sich jeder einig. Da kannst du der größte Rose-Hasser auf der Welt sein. Das bin ich. Das so, wie es. Ja, aber sie spielt es so, wie die Figur halt geschrieben ist. Das ist wahr. Was ist denn dein Lieblings-Star Wars-Film? Das ist doch klar. Es ist nicht Cinema Strikes Back. Es ist Empire Strikes Back. Ja, tatsächlich. Ja, aber die interessantere Frage ist doch, welcher ist dein Lieblings-Star Wars-Film außerhalb der alten Trilogie? Außerhalb der alten Episode. Ich habe mal eine Umfrage bei mir gemacht und da haben 5000 oder 9000 Leute teilgenommen auf dem YouTube-Channel, also im Community-Tab. Und die repräsentative Antwort war ungefähr 50% Rogue One. Ja. Ich habe auch gerade daran gedacht, dass ich Rogue One tatsächlich mehr mag als Episode 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin auch da eher bei Rogue One. Was bedeutet? Star Wars 8. Okay. Und zwar, und jetzt pass auf, mit großem Abstand. Tatsächlich? Ja. Darüber werden wir auch noch reden. Wir haben gleich schweigen. Wir haben gleich. Wirklich so. Aber es ist halt ein ambivalenter Film, das kann man ja anerkennen. Der ist halt so anders und tritt so vieles mit Füßen und das kannst du halt feiern oder total scheiße finden. Ganz genau, das ist es nämlich, ja. Das ist es. Genau. Dann kann man aber auch darüber reden, ob das die Aufgabe eines Star Wars Films ist, aber das machen wir im Podcast. Was hat denn Aufgabe? Ja, okay, ich muss übrigens sagen, ich mag Episode 1.
Also ich mag das Pop-Gun. Ich bin damit aufgewachsen. Ich war 8 Jahre alt, als er in die Kinos kam. Das war der erste 10. Star Wars-Film, den ich im Kino gesehen habe. Ich auch. Ich auch, bei mir genauso. Also ich war halt nicht 8, ich war 10, aber trotzdem. Ja, ich auch, aber ich kann trotzdem kaum noch gucken. Das ist halt, ja. Als Kind konnte ich ihn, ich habe dir auch rauf und runter geschaut, keine Frage. Aber wenn ich heute noch mal reingucke, dann so, pff. Das ist halt nicht gut. Ich hole mir die guten Sachen raus. Ja. Wenn ich die Prequels in meine Videos schneide, hole ich mir immer die guten Sachen. Und es gibt's ja. Es gibt coole Momente. Man kann George Lucas sagen, was man will. Er hat wenigstens gute Second-Unit-Directors gehabt, die wirklich coole Action-Sequenzen und so filmen. Als sie diesen letzten Kampf in Episode 1 gedreht haben, war George Lucas nicht mal im Land. Also er nicht mal auf dem Planeten. Ja, also sind immer so, jetzt sagen wir es. Er hat nicht tollen Lichtschwertkampf und so. Nee, das war der Choreograf, hat Regie geführt von dem Lichtschwertkampf. Und er war nicht mal in England, als sie es gedreht haben, weil es ihn so wenig interessiert hat. Tja, der Choreograf ist eingesprungen und hat das Ganze gedreht dann. Und deswegen ist das einer der coolsten Momente im ganzen Film. Ich hatte nämlich den Ultra Brainfuck im Kino damals, weil ich hatte den offiziellen Comic zum Kinofilm. Mir war da aber nicht bewusst, dass das so eine fünfteilige Comicreihe war. Und ich hatte nur den ersten Comic. Und so nach einer halben Stunde habe ich mir gedacht so, hey, der Comic ist doch vorbei. Ja, und dann so, hey, das geht ja weiter. Das ist ja krass. Tja, aber Jonas, hier geht es auch weiter. Und zwar genauso bitter wie in der Prequel-Trilogie für dich. Es steht 900 zu 100 für Marco. Marco, welche Kategorie spielen wir als nächstes? Kann in die Twitter-Kategorie. Order 99 tut mir sehr gut. 500. Ah, nee, Quatsch! Nee! Ich sag's Mama nicht, sorry. Ja. Ich hab vergessen, dass ich ein Gentleman bin. Du kannst auch einfach nochmal. Schubels Blagger. Wir können ja schneiden. Du kannst auch nochmal sagen, ich nehme Bims. Bitte, nochmal. Nee, das lassen wir so drin. Das macht schwieriger für uns. Wir nehmen also Bims, Chubbits und andere Spezies. Ich hätte mir das nie merken können. Für 200. Ich unterstreiche, wenn ich falsch liege, unterstreiche, warum ich falsch liege. Dafür bin ich ja da. Wir suchen wieder eine Spezies. Und wir bewegen uns tief in die Legends hinein. Boah, ist das ernst? Die gesuchte Spezies hat ein das ist ein sau das schwierige Wort. Initiationsritus, den jeder vollführen muss. Dabei wird jeder Angehörige vor verschiedene Prüfungen gestellt. Ich habe schon eine Idee. Diese Prüfungen haben auch eine ganz große Besonderheit. Der Heimatplanet ist nämlich großflächig mit ätzenden Säureseen bedeckt und regelmäßig fegen Stürme mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h durch die Landschaften. Und wenn See und Sturm aufeinandertreffen, entsteht ein lebensgefährlicher Geysir, der die Säure mehrere hundert Kilometer weit schleudert und ganze Siedlungen dabei zerstört. Also ein sehr, sehr unwirtlicher Heimatplanet. Ha. Das mit dem Säureplanet habe ich schon mal gehört. Und deswegen machte ihr Planet sie auch. Bitte? Ich frage mich, ob es auch so irgendwie so einen Apfelsaftplanet gibt oder so. Wie ein Rick and Morty oder sowas, der Planet der Ärsche. Also das die Paralleldimension der Ärsche. Ihr Planet machte sie zu einer der allerersten Spezies, die die Raumfahrt für sich entdeckten. Deswegen gilt diese Spezies, wegen all dieser Sachen, gilt sie als hart gesotten. Die Spezies? Die Spezies. die Spezies. Sie besitzt große Stärke, Ausdauer und eine gewisse Resistenz gegen jegliche Art von Schmerz. Ich hab so zwei, drei. Jetzt kommen noch zwei Sätze, die euch auf jeden Fall weiterhelfen werden. Also, wenn ihr es jetzt noch nicht wisst. Aber das ist auch die Frage, ob man den Namen der Spezies weiß. Das ist halt das andere. Das ist das andere, genau. Ach. Bei ihrem Initiationsritus werden sie tätowiert. Oh, lieber Jonas. Zabrak. Warum Zabrak? Wer ist denn ein bekannter Zabrak? Darth Maul zum Beispiel. Das ist so 100%ig korrekt. Ich hätte jetzt noch von den Hörnern auf dem Kopf gesprochen. Aber damit gehen diese 200 Punkte an Jonas. Ach, zum Glück wusste ich noch, wie die heißt. Und da sind wir wieder, wenn ich Clone Wars mal ganz geguckt hätte, hätte ich mich halt gewusst. So ein Scheiß. Ja. Ich hab's mir nämlich schon bei Initiationsritus gedacht. Ich hab mir auch gedacht, vielleicht weiß es ja da schon jemand. Aber ganz ehrlich, ich wusste im gleichen Moment wie du, dass es Darth Maul ist, also seine Spezies. Ach, ich komme auf den Namen nicht. Ja. Also, ja. Ja, aber es ist ja auch. Das ist nicht meine Kategorie. Es ist ja auch kein einfaches Quiz. Ich hab sie ausgewählt, ich Idiot. 900 zu 300 steht es trotzdem für dich. Okay. Also du führst. Immerhin. Jonas, du brauchst noch viermal so viele Punkte, um in Führung zu gehen. Okay, dann nehme ich deine Lieblingskategorie, und zwar die Rückkehr der Jedi-Twitter für 200. Dreimal so viele Punkte, oder? Dann ist Gleichstand. Viermal, um dich zu überholen. Ich sag das so gern. Rückkehr der Jedi-Twitter für 200. Wieder ein Tweet, den ich vorlese. Und ich glaube, ihr wisst das. Hände neben dem Buzzer. Da sind wir beide schon als Einzige in jedem Film von Star Wars vertreten und gelten trotzdem nur als Nebenfiguren. Hashtag ja. C3PO. Und? Ja, nee, eben nicht, weil R2-D2 redet ja nicht.
Das ich dachte, okay, einer von beiden ist es und ich lege mich jetzt auf C3PO fest. Ich gamble jetzt. Aber und es ist halt übersetzen. Es ist ja geschrieben. R2D2 könnt ihr auch twittern. Aber ich glaube, R2D2, um ein bisschen im Charakter zu sein, der schimpft ja in Wirklichkeit viel mehr. Die sagen, oh, das hast du nicht wirklich gesagt. Jetzt wäre aber noch tatsächlich ein Hashtag Beschiss hinterhergekommen. Aber ich hab mir auch gleich gesagt, ich lasse beides gelten. Also R2D2 und C3PO ist vollkommen korrekt und 200 Punkte gehen an Marco. Damit steht es 1100 zu 300. Lieber Marco, das nehme ich gleich nochmal, die Kategorien. Rückkehr in die Twitter für 300 also. Ich lese den Tweet vor und der ist natürlich, es wird jetzt natürlich auch immer schwieriger, ne? Ich hoffe, euch ist das bewusst. Props an die Gungans und an die Jedi Kit Fisto, Anakin Skywalker und Ahsoka Tano. Sie haben meinen Heimatplaneten gerettet. Hoch lebe der König. Nochmal. Hoch lebe der König. Ist der letzte Satz, genau. Props an die Gungans und an die Jedi Kit Fisto, Anakin Skywalker und Ahsoka Tano. Sie haben meinen Heimatplaneten gerettet. Hoch lebe der König. Ist da halt raten, welche Rasse. Aber ich bin auf die Punkte nicht angewiesen. Naja, ich kann euch ja noch Tipps geben. Ne? Also, wenn ihr beide wollt. Aber das geht jetzt um eine Figur, ne? Es geht um eine Figur, genau. Es ist eine Figur gesucht. Stimmt, das könnte auch die Speziesfrage sein, aber die Figur ist gesucht. Diese Figur hat einen Catchphrase, für den sie sehr bekannt ist. Ist es Jar Jar Binks? Weil er ist ja sein Planet. Props an die Gungans? Ja, also an sich selber Props und hochlebe der König. Jonas, du bist gerade zurückgefallen auf 200 Punkte. Andere tut mir leid. Was ist denn seine Catchphrase? Jetzt bin ich gespannt. Visa Jar Jar! Also sagen wir so, diese Figur, die ich suche, Jonas, du bist ja noch nicht raus, diese Figur, die ich suche, also ist vor allem im Internet durch Memes, durch einen Catchphrase auch sehr, es ist eine sehr beliebte Figur. Okay, ich weiß es! Ah, fuck! Wie heißt er nochmal? General Akbar. Der kommt in Clone Wars vor. Der hat auch den, jetzt geht's gerade um den Titel. Ach so, aber General. Ja, ich sag immer General. Das ist immer falsch. Ich hab das schon mal gemacht. Irgendwo habe ich das schon mal General genannt. Und da haben sich alle ausgelacht. Ja, jetzt ist das Problem. Ach. Oh, nee. Aber ja, dann aber jetzt. Sind wir Space-Nazis? Jetzt muss ich überlegen. Ich bin ja der Schiedsrichter. Der war mal General. Ja. Wenn der Admiral ist, war mal General. Kennst du den Vornamen von ihm? Das. Nee. Der hat einen Vornamen. Wie heißt er denn? Ich sag lass immer General. Hast du einen Mephisto oder so? Gial. Oder Gial, wie auch immer man das ausspricht. G-I-A-L. Aber ich muss sagen, ich blicke jetzt auch nochmal zur Seite. Ja, das ist mir zu affig. Du hast die richtige Figur gemeint, deswegen kriegst du 300 Punkte. Da war ich komplett weg. Ich bin auch tolerant, wenn dir was Ähnliches passiert. Ja, genau. Dankeschön. So können wir uns ja merken. 1400 zu 200 für Marco steht es. Und Marco darf sich. Also, Marco, wenn du die 500 Punkte zuletzt haben willst, dann haben wir jetzt noch Bims, Chuppets und andere Spezies und das Imperium. Dann sind es die anderen Spezies. Okay, die Spezies. Noch einmal. Bims, Chuppets und andere Spezies für 300. Wir suchen wieder eine ganz besondere Spezies, die ihr hoffentlich kennt. Ja, es kann ja nur schwerer werden. Es kann ja nur schwieriger werden, genau. Die gesuchte Spezies hat eine durchschnittliche Körpergröße von 1,60 Meter. Meine Mama. Sie stammt aus dem Tyrius-System im mittleren Rand. Ihre Kultur basiert auf Jagd, Kampf und Krieg. Die Spezies hat angeblich einen extrem strengen Geruch, aber ihre hochentwickelten... Stinken die alle? Ja, scheint, ja. Aber ihre hochentwickelten und technisch ausgereiften Waffen sind in der ganzen Galaxis ein beliebtes Exportgut. Ah, okay. Und ich glaube, der nächste Satz... Ich weiß, welche Spezies es ist, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Ich habe noch ein bisschen was für euch. Der Beruf, der bei Ihnen das höchste Ansehen genießt, ist der des Kopfgeldjägers. Jonas. Trandoshana. Das mag alles korrekt sein, aber es ist nicht korrekt. Trandoshana sind nicht gesucht. Vielleicht hättest du noch ein bisschen warten müssen für weitere Tipps. Es gibt wieder 100 Minuspunkte für Jonas und du bist zurückgefallen auf 100 Punkte. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, wer die Trandoshana sind. Das sind die Wookies versklaven. Die so diese Reptilien. Ja.
Die Hautfarbe der gesuchten Spezies ist grün oder blau, manchmal allerdings, also eher seltener, auch mal rot oder weiß. Ja, ja, ich weiß schon, aber fuck. Es wie sie halt, heißen? Es ist Greedo, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Oh, warte mal, das sollte ich nicht sagen, du kannst das wäre mein nächster Tipp gewesen. Hey, wie geht's dir? Warte, weißt du auch nicht. Weißt du so ein Scheiß. Ich bin scheiß drauf, dass ich es wusste. Ich kenne dir die Punkte. Ich wollte sagen, aber das ist jetzt die Wiedergutmachung für den General Aquan. Aber das wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen. Der letzte, dass der bekannteste Vertreter, also den wir kennen, Greedo ist. Der ja auch Kopfgeldjäger ist. Schweißfliege, ja. Aber wie heißt seine Spezies? Marco, du scheinst es nicht zu wissen. Ich google sowas und vergiss es wieder. Ja. Wikipedia ist mein Freund. Ja, oder Jedipedia. Da gibt es einige Seiten, die sich damit beschäftigen. Jonas, kommst du noch drauf? Ich wusste das mal, glaube ich. Wie viele ich davon in Jedi Knight abgeschlachtet habe. Und ich weiß trotzdem nicht, weil ich krasse. So wenig habe ich den Gegner respektiert. Tja. Aber gut. Damit schließe ich die Frage. Rodiana wäre es. Ach ja, natürlich. Jetzt muss ich hören. Aber jetzt nicht mehr jetzt muss ich hören. Nicht schlimm. Aber es steht 1400 zu 100. Marco, du darfst immer noch die nächste Kategorie auswählen. Wenn das letzte übrige, das, um das Gentleman's Agreement zu ernten. Genau, das Imperium schätzt zurück für 300. Es ist wieder einmal eine Aufschreibfrage. Und ich habe mich ein bisschen auf diese Frage gefreut, weil es auf jeden Fall, also Marius und ich haben darüber gesprochen, wir haben gesagt, es wird so viele Diskussionen geben. Ich lese sie trotzdem vor. Ich kann es mir fast schon vorstellen. Kannst du? Was vielleicht. Denn? Ich habe eine Vermutung. Ich, also, Vermutung. Ich würde sagen, es geht in Richtung IMDb-Wertung oder sowas. Nein, das kann ich sagen, das ist es nicht. Was so ein Klassiker ist, ist alle offiziellen Star Wars-Filme in Minuten hintereinander. Nein, das ist es auch nicht. Okay. Dieses Jahr, ich fange mal an mit der Frage. Dieses Jahr haben wir mit großer Trauer Peter Mayhew verloren, den langjährigen Darsteller von Chewbacca, dem bekanntesten aller Wookies. Möge die Macht mit ihm sein. Seit der neuen Trilogie ist aber auch schon der Nachfolger gefunden, ein Namensvetter von Jonas, nämlich Jonas Suutamo, ein finnischer Schauspieler und ehemaliger Basketballer. In Solo durfte er zum Beispiel Han Solos Freund spielen, der diese ganz berühmten Wookie-Geräusche von sich gibt. Wenn man jetzt alle Star Wars Filme zusammennimmt, wie viele Wookie Soundeffekte hört man in all diesen Filmen zusammen? Star Wars in Numbers hat es tatsächlich gezählt. Wie viele Wookie Geräusche? Also wirklich unterschiedliche, also wo man weiß, dass es nicht einfach müssen nicht unterschiedliche sein. Ach so, wirklich jedes Mal wenn dann genau. Wie viele hört man in allen Star Wars Filmen zusammen? Wie viele Redeanteile hat der gute Junge eigentlich? Mit Rogue One dazu? Mit Rogue One dazu, mit allen offiziellen also Star Wars Kinofilmen dazu. Ist doof gesagt, jedes Mal, wenn er einen Satz macht oder jedes Mal, wenn er einen Ton von sich gibt? Also nein, mit seinem Stimmorgan. Also wenn er jetzt irgendwo drauf drückt oder so mit den Fingern, dann ist es kein Wookiee-Geräusch. Nee, ich meine, wenn er ein Wort sagt. Auch, ja. Oder wenn er einen ganzen Satz sagt. Ein Satz besteht aus mehreren Wörtern. Dann bist du bei zwei. Ein Satz, also es geht immer um einen Laut. Okay. Also ich kann jetzt egal wie zusammenhängend der ist. Ja. Genau. Deswegen meinte ich. Einer. Ja, genau. Okay. Deswegen meinte ich, ich habe mich gefreut. Okay. Ja. Ja, wobei, ich glaube, wenn es so ein sind dann schon zwei. Ja. Ja. Ah, okay. Ja. Hey, ich verstehe das Timing. Ja. Und ja, ich gebe zu, es ist natürlich. Also sowas kann man nicht wissen, aber ah, ich hab das gelesen und fand das herrlich. Ist so hoch. Tja. Ich gebe euch einfach mal noch ein bisschen Zeit. Alles Star Wars Filme. Jetzt kommt ja in den alle offiziell kommt davor. Genau, aber Serien und sowas zählen nicht oder so ganz verrücktes Zeug wie die Ewok Filme. Holiday Special, hallo. Holiday Special, ja, aber der zählt auch nicht dazu. Alle Kinofilme. Mhm. Aber halt auch sowas wie Solo und Rogue One und. So, ich gebe euch jetzt noch 10 Sekunden. Dann möchte ich allerdings auch eine Antwort. Das ist gar nicht so viel. Jetzt sind wir schon bei 5. Jonas, du solltest wirklich jetzt eine Antwort draufschreiben. Ja, ich habe was. Du hast was. Bitte verdeckt. Umdrehen auf 3. 1, 2, 3. Marco hat eine 127. Das ist ganz schön viel, 444. Das wäre ja so durchgezählt. Und also, ich glaube, in einem durchschnittlichen Tarantino-Film wird öfter Fuck gesagt, als Chewbacca je geredet hat. Aber wir haben ihn in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filmen haben wir Wookies. Wir reden doch nur von Chewbacca, oder? Wir reden von Wookies, hast du gesagt. Von Wookie-Geräuschen. Ach, scheiße. Dann ist Episode 3. Ach, fuck. Ich hätte die ganze Zeit nur Chewbacca gezählt. Aber selbst dann komme ich, glaube ich, hin. So, komm. Dann, du glaubst, du kommst hin? Hau raus. Möchtet ihr die richtige Antwort? Ich mach's, pass auf, ich mach's Ziffer für Ziffer. Okay?
Von hinten oder von vorne? Von vorne. Ziffer für Ziffer. Eins. Und dann sind es 1000. Sechs. Null. Sechs. Oh. 1606 ist die richtige Antwort. Jonas holt auf. 300 Punkte gehen. Überhaupt einfach, ich habe die Zählweise nicht verstanden. Ja. Ich würde auf jeden Fall alle Teile nach nochmal anschauen, das verifizieren. Aber Leute, jetzt geht's wirklich richtig rund. Jetzt sind nur noch die 500er-Punkte-Fragen offen, und zwar alle. Jonas, du darfst die nächste Kategorie auswählen. Wie viel steht's denn eigentlich? Es steht 1400 zu 400. Okay, dann muss ich zwei. Dann hole ich drei. Und dann holst du eins und dann sind wir gleich und dann wird's spannend. Ja, du solltest gewinnen wollen, nicht. Okay, brauchst du nur noch die richtigen Antworten. Ja. Ich nehme die Rückkehr der Jedi-Twitter für 500. Rückkehr der Jedi-Twitter für 500. Ich werde jetzt wieder einen Tweet vorlesen und ihr sagt mir bitte die Figur. Ich verliere nur 100 Punkte, gell? Ich verliere jetzt nicht 500. Genau, du verlierst 100 Punkte, wenn du falsch liegst. Hm. Und der Tweet. Ein bisschen Risk spielen. Der Tweet lautet wie folgt. Ich werde nicht ruhen, bis ich Galen Erso zur Strecke gebracht habe. Er hat das Imperium verraten. Ich dachte jetzt eigentlich, aber passt das zu seinem Charakter? Das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Das ist, kann schon sein, ja. Aber ich denke, ihr wisst schon, welcher Film gemeint ist. Ich weiß auch, welche Figur du meinst. Namen. Aber kennst du den Namen dieser Figur? Ich komme gerade nicht drauf. Darauf habe ich nämlich gesetzt. Das ist dein Name, den man tausendmal gehört hat. Ich weiß gerade überhaupt gar nicht, wie mir jetzt geht. Das darf ich doch gar nicht sagen, weil es ist so peinlich. Wie war der Kommentar? Ich komme nicht auf den Schauspieler. Ich werde nicht ruhen. Den Schauspieler kennt man. Ja, aber ich finde den super. Ich finde den wirklich super. Auch wenn wir das gleiche spielen. Scheißegal, der ist super. Ja, aber den Namen kann ich mir aus irgendeinem Grund sehr gut merken. Ich werde nicht ruhen, bis ich Galen Erso zur Strecke gebracht habe. Er hat das Imperium verraten. Also in einem bestimmten Moment, das macht das schon sehr Sinn. Tja, Jonas wollte gerade was an. Krennic. Was ist mit dem Vornamen? Ist das wichtig? Bestehen wir auf den? Ich guck gerade immer wieder so nach rechts zu Marius. Ja. Ich lasse es gelten. Ich hab eher bedenken, weil es mir an seinen Rang nicht mehr eingefallen ist. Das wäre nicht schlimm. Ich lasse es gelten. Orson Krennic heißt Orson. Krennic der. Krennic wäre jetzt auch eingefallen. Der Schauspieler ist Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn! Genau. Peinlich. Damit gehen aber 500 Punkte auf das Konto von Nordkultur. Und wir sind bei 1900 zu 400. Also du hast getanzt, weil du es wusstest, aber auch den Namen wusstest alles, auch den Namen. Krennic habe ich jetzt gewusst, aber ich wusste gar nicht, irgendwie, ihr habt über irgendwas geredet und dann ist mir plötzlich eingefallen, dass es ja noch den Film gibt. Und das. Rogue One meinst du? Ja, genau. Ich habe den nämlich komplett aus dem. Ich war gerade ganz woanders. Ist ja nicht schlimm. Aber manchmal musst du halt einfach öfter mal buzzern und auch die richtige Antwort sagen, Jonas. Weil es steht 1900 zu 400. Marco, es gibt noch das Imperium schätzt zurück, Order 99 und Bims, Chubbits und andere Spezies für 500. Ich nehme jetzt einmal die Bims, damit es weg ist. Damit es weg ist. Wir suchen wieder eine Spezies. Das Geile ist, du bist jetzt so hart im Zugzwang. Du musst jetzt die Spezies ausdenken und so aussprechen, dass er glaubt, dass es die richtige ist. Das ist wahr. Die gesuchte Spezies zeigt zahllose Abwandlungen wie verbesserte Sehstärke und Reflexe und Kreuzungen mit anderen Lebewesen. Sie besiedelt zahllose Planeten. Dennoch stellen die Angehörigen dieser Spezies keinen einheitlichen Verband oder ein einheitliches Volk dar. Ah, okay. Na, was ihre Heimatwelt ist, ist unbekannt. Ah, oh, okay. Ich hab noch keinen Clou. Ich hab eine Meta-Ahnung, wer es ist. Soll ich's machen? Das ist scheiße, aber ich verliere einfach 100 Punkte. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das sind die Menschen. Die Spezies ist sehr anpassungsfähig. Sie werden etwa 1,80 Meter groß im Schnitt und ihre Hautfarbe ist blass bis dunkelbraun. Sie sind die am weitesten verbreitete intelligente Spezies und Anhänger sind Personen wie, hier sind jetzt auch ein paar aufgezählt, unter anderem Luke Skywalker und Mon Mothma. Die 500 Punkte gehen erneut an Marco und damit die 2400 zu 400. Die haben verbesserte Sehkraft? Die haben, ja, wir sehen so halt gut. Abwandlungen mit, ja, okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, Jonas, wenn du jetzt noch gewinnen möchtest, lass mich kurz rechnen, wenn du überhaupt noch gleichziehen möchtest, musst du tatsächlich in allem richtig liegen jetzt. Ja. Scheiße. Marco, Order 99 oder das Imperium schätzt zurück?
Mach mal den Sack zu, Order 99. Das wird schön spannend. Order 99. Jedes Ding, was er jetzt auswählt, ist quasi ein Matchball. Jedes, was genau. Ihr Chip, den er sagt, und du drückst nicht. Bisher, das ist wahr. Bisher haben wir einen Film aus dem Star Wars-Universum gesucht, eine Figur und einen Schauspieler. Dieses Mal geht es um ein Star Wars-Spiel. Ein Videospiel. Aha. Ein Spiel. Mehr sage ich nicht. Dieses Spiel, seid ihr bereit? Dieses Spiel gilt mit über 330.000 verkauften Exemplaren als Erfolg. In diesem Spiel kontrolliert man vier verschiedene Figuren. Okay, ich glaube, ich weiß es. Mach weiter. Tatsächlich? Go on, ich glaube, ich weiß es. Also jetzt wirklich ein Matchball. Wenn noch ein Tipp kommt, der es verifiziert, weiß ich es. Der Developer heißt Big Ape Productions. Nein, ich weiß es nicht. Ja. Okay. Das Spiel erschien sowohl auf PC als auch auf Konsole. Welche oder welche Konsolen werde ich nicht verraten, das wäre zu einfach. Das passt eine alles leise bis auf. Hat der Developer irgendwann mal einen Namenschange gemacht und wäre einfach so doof, um das zu wissen? Ich glaube nicht. Mach weiter. Soll ich fortfahren? Okay, Punkt 5. Das Spiel kam allgemein gut an, sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern. Und es bekam von dem Magazin GamePro 4,5 von 5 Punkten. Warum lachst du das? Boah, ich arbeite ja quasi, also ich war bei der Firma von der GamePro, also von der Firma bei Webedia. Dann musst du das doch nicht. Nee, pass auf, pass auf. So ein Bewertungssystem, das ist uralt. Die haben Prozente mittlerweile. Das ist natürlich jetzt eine große das Hilfe. Das ist uralt. Das ist wirklich, das sind die Anfänge der GamePro. Okay, ich gebe dir zu viele Tipps. Okay, das hätte ich aber das hätte ich jetzt so, damit habe ich nicht gerechnet, als ich die Frage geschrieben habe. Man braucht nur etwa 7 bis 9 Stunden, um es durchzuspielen. Ich habe es selber schon mal durchgespielt und ich habe noch einen kleinen Tipp. Ich habe diesen Wert von so einer How Long to Beat Seite. Da geht so 7 bis 9 Stunden braucht man ungefähr, also, um das Spiel. Also wir reden schon von Star Wars Spielen. Wir reden natürlich von einem Star Wars Spiel. Okay. Es gibt noch 3 Informationen. Vielleicht helfen die euch weiter. Dieses Spiel hat RPG-Elemente, Rollenspiel-Elemente. Ah, mein erster Tipp kann nicht stimmen. Soll ich zu der vorletzten Information? Mach weiter, ja. Okay. Es ist eine Mischung aus linearer Handlung und Open World, aber es ist tatsächlich eher, ich würde es eher zu linear zählen. Hä? Wer ist die Developer-Nummer? Big Ape Productions. Big Ape? Ja. Passt nicht zu meiner Vermutung. Okay. Ja, ich habe auch so eine Vermutung, aber wir sind das zu wenig verkaufte Einheiten, so irgendwie. Nee, überschätze das nicht. Also Videospiele verkaufen sich nicht so gut, wie man denkt. Es ist eine Mischung aus linearer Handlung und Open World. Und der letzte Tipp ist, da hast du nämlich ganz recht, es ist 1999 erschienen. Jonas. Dann sage ich Jedi Knight. Das ist falsch. Das ist Rare. Und das braucht länger als das. Obwohl es ein Ego-Shooter ist. Jonas. Also der erste Jedi Knight ist ja noch ein wichtiger Ego-Shooter. Ich liebe Jedi Knight. Das war auch Jedi Knight 2 war so bei den 330.000, habe ich gedacht, ja. Jedi Knight habe ich auch relativ viel gespielt. Es ist nicht Jedi Knight. 100 Punkte Abzug für Jonas. Ich habe eine Vermutung, aber du musst den letzten Tipp noch sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig... Nee, pass auf. Wenn du jetzt PC und Konsole, ne? 330.000. Ich sage mal, ist welche für, es ist nur eine Konsole, es ist der N64, ne? Nein. Okay, fuck. PlayStation. PS2. PS2. Ja, aber es ist PS2? Müsste, ja. Ich bin mir gerade auch nicht mehr so ganz sicher. Das habe ich. Ich dachte, zu diesem Zeitpunkt wisst ihr es bereits. Deswegen habe ich das. Ich weiß jetzt, zu welchem Film. Ja, natürlich. Es ist PS1. Ja, es ist PS1. Ja. So, ich weiß halt nur nicht, ob das Spiel jetzt einen besonderen Namen hat. Deswegen sage ich es jetzt einfach. Ja. Star Wars Episode 1. Du glaubst, es gibt ein Spiel, das einfach nur Star Wars Episode 1 ist? Aber ich frage halt, ob das noch einen Untertitel hat. So. Keine Ahnung, aber ich wüsste es nicht. Ich weiß auch noch, wie es aussieht. Es sieht schrecklich aus. Es ist so leicht Third-Person-Overshoulder. Läuft mit Anakin und Obi-Wan rum und musst eigentlich alle Blaster, die auf dich zukommen, werden eh zurückgeschossen auf die dummen Droiden. Es ist schrecklich. Und nein. Ich hab so ein. Ja, es ist sehr schlecht gealtert. Aber es ist das sehr Spiel, schlecht oder? Gealtert. Das ist eine richtig schlimme Steuerung. Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung heißt das. Das heißt genauso wie der Film. Du spielst quasi den Film nach. Ich habe eine ganz große Schwäche für dieses Spiel, deswegen wollte ich es auch umgehen. Nein. es ist tatsächlich. Es ist ein bisschen tatsächlich auch, wie bei Jonas, was er gerade eben mit Star Wars Episode 1 gesagt hat, bei mir war es das Spiel. Ich bin so mit diesem Spiel so richtig aufgewachsen. Also ich liebe es. Das Ding ist halt, es sah halt cool aus. Sau cool, und du hast halt Lichtschwert an der Hand, rennst rum und blast das
genau das, was ich gerade kritisiert habe, ist ja eigentlich das Geile. Ja. Blaster schießen auf dich und du schleuderst es einfach zurück. Genau. So, das ist halt geil. Ja, aber das kannst du nicht mehr spielen. Ja, das ist echt, das ist nicht mal mehr als Handy-Game, ja, also nicht vom Spielmechaniker, dann nicht grafisch oder sonst was. Habt ihr ein Lieblings-Star Wars-Spiel? Bei mir ist es easy. Also Jedi Knight 2, Jedi auch krass. Auch natürlich, das ist haben wir heute noch drüber gesprochen. Als Jedi-Ritter, Mann. Das ist so cool. Ja. Ich finde aber auch so als Strategiespiel Empire at War mega geil. Auch mit den ganzen Mods. Und von der Story her fand ich halt Knights of the Old Republic mit am besten. Mhm. Ja, das ist halt die Story. Was ist denn mit Battlefront 2? Was ist denn da? Ich habe das auch sehr viel gespielt. Ja, natürlich. Ich habe das aber auch sehr viel gespielt früher. Gut! Damit hat Marco gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist, an dieser Stelle kann man den Sack schon einfach zumachen. Jonas, du hast erneut verloren. Was ist dein Fazit? Ich will dann mit einem Game of Thrones Quiz machen. Oh, das wäre aber auch mal spannend. Marco, würdest du noch mal wiederkommen für ein Quiz? Das ist ja keine Frage. Aber bei Game of Thrones werde ich erst recht gegen euch abkacken. Bei euch kommt das ja wirklich aus dem Ärmel raus. Das weiß ich. Die Zeit ist auch vorbei. Achtet mal bei unseren Videos drauf. Wir machen ja beide sehr viel Game of Thrones Content und bei euch ist immer extrem in der Lore drin. Und ich rede eigentlich nur davon, wo die Kamera steht. Ich habe schon andere Ansatz. Hat alles seine Existenzberechtigung, alles gut. Heute hast du gewonnen, aber ich würde sagen, einfach um den Spaß weiter anzutreiben, spielen wir jetzt auch noch die letzten zwei Fragen. Okay. Wir haben das Imperium-Chat zurück für 500 und die Bonuspunkte. Es ist natürlich eine Aufschreibfrage. Es geht wieder um eine Sache, die Star Wars in Numbers recherchiert hat. Die Seite, du hast wirklich Star Wars und Numbers gegoogelt, oder? Hab ich. Die Seite es gibt ja auch Leute, die dann wirklich das nachzählen mit den Wookiee-Geräuschen. Es ist Star Wars, da gibt's alles. Die weisen es dann auch noch nach und da gibt's viele weitere Infos. Also es macht super viel Spaß, da auf der Seite zu verweilen. Und die haben tatsächlich nachgezählt, wie oft wird in allen Star Wars-Kinofilmen das Lichtschwert ausgefahren? Also in allen? In allen. Boah! Zählt Clone Wars dazu? Nein, es geht wirklich nur um die Kinofilme. Jonas rechnet tatsächlich, das finde ich herrlich. Ach, ich schätze das wirklich. Ja, aber ich meine nicht, dass mein Weg der bessere wäre. Er scheint der bessere zu sein, weil es 2900 zu 300 steht. Ja, nicht beim Schätzen. Es geht um nichts mehr. Das ist überhaupt nicht so. Das wäre richtig. Doch, das geht um die Ehre. Ja, aber ich habe großen Respekt davor. Bei der Frage wird jetzt niemand sagen: Oh, wie kann man das nicht wissen? Das wird nicht passieren bei dieser Frage. Deswegen könnt ihr ganz ohne Angst eine Zahl hinschreiben. Ganz genau durchgezählt. Ich sehe schon, ihr habt sehr genaue Zahlen hingeschrieben. Bitte auf drei umdrehen: 1, 2, 3. Einer ist zweistellig, einer ist dreistellig. Jonas ist bei 66, er mag die 66 scheinbar. Marco, du hast 172 oder ist das eine 7? Das ist 172. Weil ich einfach geschätzt habe, 2 Dutzend Mal pro Film und dann irgendwie mal 8 und das ist falsch, aber ich war zu faul, das genau auszurechnen, weil ich dachte, das ist eh Quatsch. Mach ein bisschen weniger. Das ist aber 172. Jetzt ist es ja auch Latte, aber Jonas liegt schon wieder falsch. Es ist 140 und damit ist Marco näher dran. Und ich gebe ihm die Punkte noch, es steht 3400 zu 300. Kommen wir zur Bonusrunde. Hi, herzlich willkommen in der Bonusrunde. Es ist eine Aufschreibfrage. Kein Nacheinander, wie wir es bisher hatten. Hey, dann. Und jetzt wird es wieder sehr ulkig, denn ihr habt es eben schon richtig vermutet. Ich stelle folgende Frage: Wie viel haben alle Star Wars-Filme zusammengerechnet an den weltweiten Kinokassen eingespielt? Genau dieselben Star Wars Filme. Nicht inflationsbereinigt, ne? Nicht inflationsbereinigt. Okay. Da gibt es eine Zahl, ja, die als die richtige gilt. Ihr könnt natürlich jetzt jeden einzelnen Star Wars Film irgendwie aufschreiben und die weltweiten Kino-Einspielergebnisse aufschreiben für alle Zuschauer. Dabei geht es nicht um Merchandising-Verkäufer, auch nicht um Verkäufer aus Home-Entertainment. Es geht wirklich um die Kinokassen. Und ich habe mich auf die Zahl berufen, die auf Box Office Mojo steht, die da sehr zuverlässig sind, die aber auch überall zitiert wird und als die richtige Zahl geht. Nur so eine Nazi-Frage, also es geht wirklich um die Skywalker-Saga und sonst nichts, ne? Also Rogue One und Solo zählt auch nicht. Doch, die zählen mit. Die zählen mit. Aber nicht vergessen, die Nullen aufzuschreiben, weil Alper vergisst mal gern Nullen. Er macht es tatsächlich auch nicht. Ja, grob. Ich habe es am Ende selber nicht mal genau ausgerechnet, obwohl ich glaube, da spielt ja keine Rolle. Dreht bitte euren Zettel um in 1, 2, 3, ja, jetzt. Nee, das kann eh keiner lesen. Ich kann es nicht mal selber lesen. Es sind 7,8 Milliarden Dollar bei
Dollar nehme ich an, hast du gerechnet? Ja, Dollar natürlich. Dollar bei nicht Pesos. Ja. bei Marco und 9 Milliarden bei Jonas. Ich sage nur so viel. Einer von euch ist wirklich, wirklich nah dran. Also es sind beides gut geschätzte Zahlen und einer ist haarscharf an der komplett richtigen Antwort vorbei. Es kommt, ich meine, die Blamage ist ein bisschen abgewendet. Jonas hat recht. Echt? Die richtige Zahl lautet 9,3 Milliarden. Also es sind 9 Milliarden 307 Millionen 186.202 Dollar. Nichtsdestotrotz, damit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von sehr beeindruckenden 3.400 zu 1.300 für Nerdkultur. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren dir auch von mir. Nur das Beste. Und du bekommst natürlich deine Donuts. Davon hatte ich schon viel zu viel. Tja. Danke. Lieber Marco, was sollen wir ein Video von dir verlinken? Was verlinken wir? Gibt es da was, was du jetzt schon weißt? Gerade was zum Mandalorian gemacht. Das ist jetzt erst 2 Wochen alt. Aber dieses Video kommt halt erst im Dezember. Natürlich, das stimmt. Das ist eine Aufnahme. Ich bin blöd. Ich habe garantiert irgendwas super Cooles zu Star Wars 9 gemacht. Ja, und das verlinken wir euch auf jeden Fall hier. Besucht unbedingt Nerdkultur, einen langen Wegbestreiter, was Nerd-Content auf YouTube angeht. Und wir werden auf jeden Fall auch noch podcasten. Das ist aber zu diesem Zeitpunkt schon längst rausgekommen. Und verlinkt euch auch noch ein anderes Star Wars-Video von Cinema Strikes Back. Abonniert den Kanal, wenn ihr auf Filme, Serien und Comics steht. Und ansonsten hat mich wirklich gefreut, hier zu sein. Wenn es irgendwie eine richtig, richtig starke Konkurrenz gibt, die ich stark verfolge, dann ist es Cinema Strikes Back. Deswegen freut es mich sehr, hier zu sein. Das fassen wir als Kompliment auf. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.